Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir, nämlich zu dem zweitmeist angefragtesten Video laut der letzten Abstimmung zu meinem XXL Alles Alle Video. Das heißt also, ich zeige euch in diesem Video, welche Produkte ich in den letzten Wochen und sogar Monaten aufgebraucht habe, denn das letzte Alle Alle Video ist schon wieder Monate her, ich kann mich gar nicht dran erinnern. Und deswegen sind da sogar noch Sachen bei von der Schwangerschaft, die ich aufgebraucht habe. Und allgemein, mein ganzer Tisch ist voller Müll und Ralf macht, glaube ich, drei Kreuze, wenn ich endlich diesen ganzen Scheiß wegschmeißen kann und werde. Und ich auch, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das in einer riesengroßen Douglas-Tüte hier gehortet und ich freue mich gleich bei jedem Teil, was ich da reinwerfen werde. Ich habe hier mein Glas Wasser stehen. Ich wollte dieses Video nämlich eigentlich euch gestern schon online gestellt haben, aber ich hatte so, so unendliche dolle Kopfschmerzen. Das ist dieses Wetter. Es ist jetzt auch schon wieder bullig warm draußen. Mir läuft die Suppe nur so runter. Ich wollte mich ein bisschen schick für euch machen. Hauptsache, ihr habt Spaß an dem Video und deswegen würde ich sagen, da es sehr, sehr viel ist, fange ich sofort an und ja. Los. Das allererste Produkt, was ich in der Hand halte, ist von Nivea Soft, die erfrischende Feuchtigkeitscreme mit Jojobaöl und Vitamin E für das frische Gefühl. Diese Creme habe ich jetzt so, so lange schon benutzt. In der Schwangerschaft habe ich sie ausschließlich benutzt, morgens und abends. Und ein paar Wochen nach der Geburt, als es losging, dass ich so schlechte Haut bekommen habe, habe ich angefangen, mir die nur noch abends ins Gesicht zu schmieren. Aber ich schwöre auf diese Creme, ich finde die ganz, ganz großartig. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie großartig ich die finde. Diese ganzen Döschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, haben sich in der ganzen Zeit schon angesammelt. Und ich kaufe sie immer und immer wieder nach. Ralf mag die auch sehr, sehr gerne. Er benutzt das ja auch mit. Und das ist eine absolute Kaufempfehlung und eins meiner Lieblingsprodukte. Das nächste Produkt haben wir auch sehr, sehr häufig verwendet. Und zwar eine Flüssigseife von Palmolive. Hygiene Plus Sensitive mit Aloe Vera Extrakt schützt vor allem vor Bakterien und für diese Handseife haben wir uns entschieden nach der Geburt von Hayley, als wir hier zu Hause waren, denn da haben wir natürlich vermehrt auf die Hygiene geachtet, nicht dass wir es sonst nicht machen, aber natürlich mit dem Neugeborenen achtet man schon mehr darauf und auch der Besuch und jeder, der halt Hayley auf dem Arm genommen hat oder am Anfang besucht hat, logischerweise musste sich die Hände waschen. Und das empfanden wir als am besten. Es hat sehr gut gerochen und es war halt, wie gesagt, sehr soft und sensitiv zu den Händen, weil man ja dann halt auch öfters die Hände gewaschen hat. Was ich sehr, sehr schade finde bei den Produkten ist, dass der letzte Schluck, der da unten drin ist, nie richtig rauskommt. Und wenn man das mit Wasser füllt, dann ist es eine reinste Sauerei, weil wenn man dann drückt, dann ja, spritzt es in alle Ecken und so. Das ist sehr, sehr schade. Davon habe ich aufgebraucht 6 Packungen. Die meine Videos schon länger verfolgen, wissen, ich bin ein Handcreme-Junkie und da sind auch einige leer geworden. Unter anderem einmal die von Nivea, die Soft and Intensive. Das ist für trockene Hände mit Macadamiaöl. Die mag ich sehr, sehr gerne. Kann ich nur empfehlen. Ich habe jetzt so viele noch zu Hause, die ich am Aufbrauchen bin. Aber wenn ich mir eine kaufe für unterwegs, dann ist es meistens die hier von Nivea. Hier zu Hause benutzen wir nur eine Handcreme und zwar ist das die von Camille. Die Classic Hand- und Nagelcreme, Hand vor allem, Hand- und Nagelcreme, Jule, beruhigende Pflege und Schutz für normale Haut mit natürlicher Kamille. Und ich muss euch immer noch gestehen, das ist mein absoluter Favorit und davon haben wir gleich 2 Dosen aufgebraucht, beziehungsweise 3. Ralf sagte gerade, er hatte neulich einfach eine weggeschmissen, der Schlingel. Und dann habe ich noch eine von Atrix aufgebraucht, Intensive, Limited Edition war das, aber nur wegen der Milliliteranzahl. Das ist auch eine mit Kamille, finde ich auch super, aber wir kaufen eigentlich immer nur diese hier. Dieses Produkt wird man, glaube ich, auch immer in unseren Aufgebraucht-Videos finden, und zwar die Kaufmanns Haut- und Kindercreme. Einmal in der großen Packung und zweimal in der kleinen haben wir aufgebraucht. Jetzt verbrauchen wir sie zu dritt, denn ich benutze sie natürlich auch für Hayley, weil ich von der so überzeugt bin. Und dazu brauche ich euch, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Ich benutze die für trockene Stellen, also für den Ellbogen, für die Kniescheiben. Wenn ich irgendwo mal eine Stelle habe, schmiere ich das drauf oder auch auf einen Pickel, der sich entzündet hat. Bei Hayley für ein Püschi oder auch trockene Stellen irgendwo am Körper. Es wirkt für mich Wunder und ist ein absoluter Favorit. Das zum Beispiel ist ein Produkt aus der Schwangerschaft, was wir aufgebraucht haben, von Nivea Cream Care, eine Flüssigseife mit dem Duft und den Inhaltsstoffen der Nivea-Creme. Das war der ausschlaggebende Grund, warum ich mir das damals gekauft habe, weil in der Schwangerschaft stand ich irgendwie auf den Geruch von Nivea.
Ich muss aber leider gestehen, ich war so enttäuscht von dieser Creme. Der Pumper, der hat mich wahnsinnig gemacht. Ich musste manchmal 3, 4, 5 Mal drücken, damit überhaupt ein bisschen rauskam. Und auch unten hat man wieder das so schwer rausgekriegt. Und das war irgendwie überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Auch der Duft war nicht so intensiv. Und deswegen ist das für mich ein Fail gewesen. Und das würde ich nicht mehr nachkaufen. Kommen wir jetzt wieder zu einem absoluten Favoriten von mir. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-mal habe ich meine pflegenden Reinigungstücher von BB 3 in 1 für empfindliche und trockene Haut aufgebraucht. Ich glaube, dazu muss ich nicht mehr viel sagen. Ihr kennt es und ich liebe es. Ich finde, das sind die perfekten für meine Haut. Die sind gut getränkt, was die Feuchtigkeit angeht, aber nicht zu viel. Man kriegt alles runter, den ganzen Schmaller. Und das ist natürlich auch super praktisch, wenn es schnell gehen muss. Gerade jetzt mit Kind oder auch wenn man mal einen Faulen hat und im Bett liegt und einfach nur den macht und das abschmiert. Ich finde die klasse, absolute Kaufempfehlung und ja, liegt wieder bei mir im Schrank. Dieses Produkt ist aus der Schwangerschaft noch. Das haben wir da leer gemacht. Insgesamt 3-mal sogar. Garnier Body Intensive 7 Tage pflegende Milch. Trockene Haut zieht schnell ein mit Mangoöl. Und das habe ich total geliebt. Ralf hat mich an der Schwangerschaft eigentlich täglich massiert und mich dann auch eingecremt, wo es dann schwieriger wurde mit dem dicken Bäuchlein. Und ich habe diesen Duft geliebt, dadurch, dass es auch schnell eingezogen ist, weil es ja auch so heiß war im Sommer. Das weiß ich noch ganz genau, backste man sonst immer so. Und ich finde, das ist eine Bodylotion, die sehr, sehr gut ist zur Haut. Die spendet wirklich viel Feuchtigkeit, der Duft ist toll. Würde ich mir immer so zwischendurch wieder kaufen. Seit Haleys Geburt hatte ich irgendwie nur noch einen Riecher für eine Marke, und zwar die von Dove. Dove finde ich ja schon immer toll. Ich mag diesen Geruch, der ist so soft, so cremig, leicht, so frisch. Ich liebe das einfach. Und da hatte ich mir dann Bodylotions geholt, oder uns, wir benutzen das ja immer zusammen. Einmal die Bodymilch und einmal die Lotion. Das eine ist ja ein bisschen fester, das andere weniger reichhaltig. Und ja, zieht immer schnell ein. Egal welche von Dove, ich finde die immer alle toll und kann die auch nur an euch empfehlen. Und meistens kaufen wir sowas immer, wenn es gerade im Angebot ist. Die letzten Wochen in der Schwangerschaft und auch nach der Geburt habe ich vermehrt ein Öl benutzt. Und da hatte ich immer das Gefühl, dass Hayley diesen Duft mit mir in Verbindung bringt. Klingt vielleicht verrückt, aber ich habe es so empfunden. Und zwar von Penaten das Baby-Sanftöl. Das ist auch komplett leer gelutscht. Was ich sehr, sehr toll fand bei diesem Öl, erstmal den Duft. Ich finde Penaten super toll, ich mag die Marke. Und auch, es ist sehr, sehr ergiebig gewesen. Also ich habe vor der Schwangerschaft das benutzt und auch Wochen nach der Schwangerschaft. Das hat locker ein halbes Jahr gehalten, locker. Und ich habe mich in der Schwangerschaft, als es so heiß war, eigentlich immer jeden Tag geduscht. Und ich brauchte das auch, gerade zum Schluss, wo der Bauch so gespannt hat. Und ich fand das so, so toll, dieses Öl. Und das ist auch etwas, das ich heute noch nachkaufe. Ich habe es jetzt im Winter nicht genommen. Ich nehme es jetzt manchmal morgens nach dem Duschen oder abends, weil ich einfach den Duft immer noch liebe und einfach auch von der Pflege das ganz, ganz toll finde. Es gibt aber auch noch ein Öl, was ich vermehrt in der Schwangerschaft benutzt habe. Und zwar von Bübchen das Mama-Massageöl. Schützt anspruchsvolle Haut mit Mandel- und Jojobaöl. Da kommt total die Erinnerung jetzt hoch. Das ist ganz, ganz komisch, das in der Hand zu halten. Das habe ich geliebt, das hat mir mal eine Zuschauerin und auch eine Freundin empfohlen und dann bin ich erst auf die Suche gegangen und ich habe es geliebt. Das war so, ich muss es mal einmal kurz riechen, ja, das war so dieser Duft, den ich so mit Schwangerschaft in Verbindung gebracht habe. Jeden Tag habe ich abends und morgens mir meinen Bauch damit eingeschmiert und mich dann mit Hayley unterhalten oder Ralf hat das gemacht und deswegen ist das so eine Erinnerung. Da kommen gerade so diese positiven, tollen Erinnerungsgefühle hoch, total abgefahren. Kann ich euch empfehlen, also für alle, die schwanger sind, das soll auch, glaube ich, vor genau Dehnungsstreifen vorbeugen mit natürlichen Inhaltsstoffen. Und dazu habe ich auch, wenn ich schon dabei bin, damals die Bübchen-Mama-Duschcreme benutzt. Fand ich auch ganz, ganz toll mit Wildrosenöl und Weizenprotein. Damit habe ich unter der Dusche richtig schön den Bäuch hier eingeschmiert und einmassiert. Und ich habe sogar, total bekloppt, immer noch eine Buddel in der Dusche stehen. Da ist vielleicht noch so viel drin. Das habe ich ja, als mir die Fruchtblase geplatzt ist, in der Nacht im Oktober, als ich da duschen gegangen bin, habe ich das auch nochmal genommen und habe ein letztes Mal Hayleys Bäuchlein damit eingeschmiert, beziehungsweise mein, wo Hayley drin gewohnt hat. Und ich kann mich von der Buddel nicht trennen und ich will es auch nicht aufbrauchen. Das klingt total bescheuert, aber es geht nicht. Das ist ein Produkt, das habe ich auch in der Schwangerschaft aufgebraucht und zwar von Nivea, das, ach du Scheiße, Frangipani and Oil Pflegeduschen-Zeugs. Und ich sehe gerade, bei der Packung ist noch voll der Rest unten drin. Das finde ich richtig
Bullshit von mir. Ich bin eigentlich so, dass ich immer wirklich die letzte Pfütze noch mit raushole, aber da war ich schlusig. Schande über mein Haupt. Aber das habe ich geliebt. Ich sage ja Nivea in der Schwangerschaft, ich war verrückt danach. Und das war gerade an den heißen Tagen immer total erfrischend. Ich mochte das irgendwie total und nur das kam für mich in Frage und alle anderen überhaupt nicht mehr. Und davon habe ich auf jeden Fall noch mehr aufgebraucht, aber habe das bestimmt beim Umzug weggeschmissen. Die sind auf jeden Fall noch übrig geblieben und ist für mich auch ein klares Tip-Top-Produkt, was man immer wieder mal nachkaufen kann. Dann habe ich wieder vermehrt angefangen, an Duschgelen das von Palmolive zu nutzen. Da hatten die wieder diesen Doppelpack mal und da habe ich gleich zugegriffen. Sanft and Sensitive mit 100% natürlichem Milchprotein. Also ich mochte seit der Geburt alles nur, was ein bisschen leichter war. Deswegen hatte ich davon auch 3 aufgebraucht bis heute. Und ich finde Palmolive sehr, sehr toll. Die haben ja damals die Verpackung verändert und auch die Rezeptur. Ist ja meistens so, nicht nur die Verpackung ändert sich. Was ich schade fand, ist, es waren nur noch 250 Milliliter drin und es kostete aber genauso viel, oder ist es sogar teurer geworden. Ich weiß es nicht, irgendwas hatte mich gestört. Der Duft und die Pflege sind genial und deswegen kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal gesagt habe, ich werde nie wieder Duschgele von Isana kaufen, weil die mich jedes Mal enttäuscht haben. Mich reizt immer nur der Preis und irgendwie auch die Duftrichtung. Aber unter der Dusche bin ich dann wieder enttäuscht und denke, warum hast du das gekauft? Ich hatte hier von Isana die Cremedusche Milchprotein für empfindliche Haut, neue Rezeptur. Und finde, vom Geruch ist die so wie die Palmolive, aber natürlich viel, viel günstiger. Und natürlich war ich auch wieder enttäuscht unter der Dusche. Das ist so ein Produkt, das schäumt einfach mal gar nicht. Und ich habe schon immer diese Schaumbälle, diese Körperschrubbteile da. Und auch damit, das ist einfach nicht mein Ding. Und ich habe auch das Gefühl, es pflegt überhaupt nicht die Haut. Ich habe nicht dieses, ja, schöne Gefühl, dass ich abgeputzt und abgestriegelt bin danach. Und deswegen habe ich gesagt, ich werde es nicht mehr nachkaufen. Es bleibt jetzt dabei. Aber jetzt zur Zeit, das ist ganz aktuell, habe ich wieder meinen Liebling gefunden. Da stehe ich total drauf, von BB Young Care. Die Cremedusche für trockene Haut. Das ist ja auch ein Duft, der verfolgt mich schon seit Jahren. Und jetzt gerade in den warmen Tagen hatte ich irgendwie wieder Bock darauf, habe mir das gekauft und bin super zufrieden von der Pflege, vom Schäumen. Ich finde es total großartig und ist eine absolute Kaufempfehlung. Jetzt habe ich hier mein Micellenreinigungswasser von Garnier für trockene und empfindliche Haut. Reinigt wirksam, reinigt schonend, feuchtigkeitsspendend und ohne Abspülen. Ich liebe es. Ich habe es euch, glaube ich, schon mal in meinem Favoriten-Video gezeigt. Und das ist etwas, ich schwöre darauf total. Ich weiß, da spaltet sich so die Meinung. Die einen lieben das von L'Oreal. Das ging ja bei mir total in die Hose. Ich habe super unreine Haut gekriegt. Aber das ist ja auch immer wirklich von Hauttyp zu Hauttyp unterschiedlich. Für meine Haut ist es der absolute Wahnsinn. Und deswegen kann ich es definitiv empfehlen und stehe auch total dahinter. Ich finde es super ergiebig. Also ich habe jetzt erst die zweite Buttel und ich benutze das jetzt bestimmt auch locker ein Jahr schon. Ich finde das großartig. Damit mache ich immer vor allem mein Augen-Make-up ab, weil ich finde, das geht so, so einfach damit und auch schonend, ohne dass ich mir die Wimpern da mit aufs Wattepad knalle. Und finde auch den Preis super, Qualität super, also absolut Daumen hoch. Ich habe sogar Zahnpastatuben aufbewahrt, total verrückt, ne? Das sind jetzt nicht alle, aber unser alter Favorit war von Oral-B Blender Med Pro Expert. Die Zahncreme mit löslichen Mikroaktivkügelchen, die hat meine Zahnärztin mir mal empfohlen. Davon haben wir jetzt hier 4 drin, aber das ist locker flockig natürlich nicht alles. Aber wir haben, das war die Tüte, einen neuen Favoriten und den kaufen wir nur noch. Und zwar von Blender Med Complete. Die weiße 7 Zeichen gesunder Zähne. Für uns ist immer wichtig, was wir ganz, ganz oft haben bei Zahnpasta, wenn wir sie kaufen, dass wir danach immer diese Ziehfäden haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren da, wenn ihr jetzt versteht, wovon ich spreche. Das sind immer so Glibberfäden, die dann nach dem Zähneputzen so ein paar Minuten später kommen. Das ist so widerlich. Deswegen können wir nicht jede Zahnpasta ab. Aber die ist super, auch von der Pflege. Die hat einen ultra krassen, frischen Kick, als hätte man Mundwasser geschluckt. Und deswegen finde ich die super genial und die kaufen wir jetzt eigentlich nur noch nach. Während der Schwangerschaft und auch ein bisschen nach der Geburt habe ich nur noch meine Riechermarke benutzt, nämlich Dove. Ich fand das so, so toll in der Schwangerschaft. Ich fand, ich hatte da so trockenes, sprödes, langweiliges Haar und dieses Dove Shampoo hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, es ist voller, es ist weicher, es schnuppert super, super lang. Also das kann man nicht anders sagen.
Der einzige Manko, ich habe immer das Gefühl, wenn ich von Duff die Produkte benutze, dass ich voll schnell fettendes Haar wieder habe. Also das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist von der Pflege, tippitoppi, vom Preis finde ich sehr, sehr cool und vom Duft ganz zu schweigen. Und jetzt habe ich für mich, wow, scheiße, jetzt habe ich für mich neu entdeckt von L'Oreal, das L-Vital Tonerde, absolut neu ausgleichend ohne Silikone, was ich super cool finde. Das ist dieses türkisfarbene und auch die Spülung habe ich davon. Habe ich schon einige Packungen leer gemacht, aber die Tüte war so voll, da hat nichts mehr reingepasst. Finde ich super klasse, benutze ich nur noch. Ich finde die Pflege toll, ich finde den Duft toll. Und hier habe ich nicht das Gefühl, dass meine Haare schnell nachfetten. Kann ich euch also absolut ans Herz legen. Dann ist leer geworden von Duff meine Reparaturpflege, diese Sprühkur. Und ich muss gerade böserweise wieder feststellen, dass auch hier noch ein Schluckchen oder auch zwei Schluckchen drin sind. Total schlusig bin ich gewesen. Also böse, böse Jule. Auf jeden Fall, diese Sprühkur mache ich immer anschließend nach dem Duschen in die Haare. Lass das so ein bisschen kurz einwirken. Und ich finde einfach, die Haare sind danach strukturierter, griffiger. Und das ist nochmal so ein Abschluss-Pflegekick für die Haare. Und natürlich auch der Duft. Es ist Duff, ich liebe es ganz, ganz dolle und ist immer wieder bei mir im Badschrank zu finden und auch Preis-Leistung stimmt. Komme ich jetzt zu einem Produkt, was vom Thema vielleicht ein bisschen eklig ist, aber es muss angesprochen werden. Es ist leer geworden von Duff, mein Maximum Protection Deo Stick, den ich, haltet euch fest, jahrelang geliebt habe. Er war mein absoluter Favorit. Und ich betone, das war, weil ich ihn wirklich geliebt habe. Und seit der Geburt haben sich nicht nur meine Haare verändert, meine Wimpern verändert, meine Haut allgemein verändert. Nein, danke liebe Hormone, auch meine Schweißdrüsen haben sich verändert. Und wenn ich dieses Deo hier benutze, gerade im Winter war das so, das weiß ich noch ganz genau, ich hatte so entzündete Achseln, das war so schlimm und hat gejuckt und ich habe mich gefragt, woher das kommt. Und dann habe ich angefangen, das Deo wegzulassen und tada. Das ging dann weg, aber das waren wochenlang Qualen, weil das so lange gedauert hat. Das war wie so eine Schürfwunde, die halt da unten, gerade weil die Arme ja dann meistens auch immer so zusammen sind, nicht so gut verheilt ist. Und das war echt ein Schweinkram, weil ich das immer eingecremt habe und so weiter und so fort. Auf jeden Fall habe ich auch, Achtung, sehr gestunken, wenn ich das genommen habe. Ich rieche irgendwie anders, wenn ich jetzt schwitze. Es ist total scheiße und abgefahren, das jetzt zu sagen, aber das ist einfach so. Und jetzt habe ich so ein ganz simples Deo von Nivea. Und damit funktioniert das wieder. Es ist leider nicht mal mein Favorit. Super unspektakulär, aber aufgebraucht habe ich einfach so Desinfektionshandgele mit Aloe Vera. Einmal von Isana, einmal von Chien. Das ist, glaube ich, die Lidl-Marke. Brauche ich nichts zu sagen, ne? In der Handtasche, ob mit Baby oder ohne Baby. Ich finde, so ein Desinfektionsgel kann niemandem schaden. Und ich bin immer sehr, sehr froh, das im Auto oder in der Tasche oder auch zu Hause mal zu haben. Und von daher immer eine Kaufempfehlung wert. Die neue Handseife, die wir jetzt immer zu Hause haben, anstelle der Palmolive, ist von Isana. Die Arztseife hier, antibakteriell, stark rückfettend und vor allem für strapazierte Haut. Die habe ich für super, super toll empfunden und die benutzen wir nur noch. Die machen wir immer in unseren Spender rein und die kaufe ich, keine Ahnung, da sind 500 Milliliter drin. Das hält sich ewig und 3 Tage und ich finde den Preis auch in Ordnung, kostet glaube ich knapp 2 Euro. Aber hier habe ich ein sicheres Gefühl, gerade weil es halt auch antibakteriell ist und dadurch, dass man sich oft die Hände wascht, habe ich euch auch eben schnell erklärt, finde ich das super und kaufe das immer nach und hier, tippitoppi. Und zu guter Letzt ist eine Gesichtscreme leer geworden. Und zwar von meiner Lieblingsmarke, auch wenn es High-End ist. Aber es ist vom Biotherm die Aquasource. Normalerweise ist meine Creme so aprikotfarben vom Töpfcheninhalt. Das ist jetzt diese blaue. Das ist eine leichtere. Also die ist wirklich ganz soft und das ist nur so ein frischer Kick für die Haut. Die habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und ich liebe Biotherm einfach. Im Winter hat mir die nicht gereicht. Die ist wirklich für den Sommer super geeignet, weil sie super schnell einzieht. Die ist ganz leicht auf der Haut und wie gesagt, man hat so das Gefühl, man hat sich gerade 10 Liter kaltes Wasser ins Gesicht geknallt. Und deswegen ist es auch von mir eine absolute Kaufempfehlung. Allgemein Biotherm, ich habe irgendwie überhaupt keine Probleme, egal was ich für ein Produkt habe damit. Und deswegen kann ich das jedem nur ans Herz legen, der halt das Geld dafür hat und auch gerne ausgeben möchte.
Und das sind jetzt die Produkte gewesen und jetzt kommen auch dicke, krasse Wolken. Mein kleiner Spatz ist auch aus seinem Mittagsschläfchen wach, das heißt, wir können jetzt hier weiter rumturnen und Spaß haben. Ich hoffe natürlich, für euch war der ein oder andere Tipp mit dabei. Lasst mir gerne in den Kommentaren da, ob eins von meinen Produkten, was ich euch gezeigt habe, auch euer Favorit ist oder auch überhaupt nicht euer Favorit ist. Ganz im Gegenteil. Würde mich sehr, sehr freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine sonnige Woche und hoffen wir, dass das Wetter einfach mal schön bleibt. Und bis dann. Tschüss. Wunderschönen guten Morgen. Nasi, 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 nasi.